Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier auf dem Marsch. Ich werde jetzt diesen Traktor waschen, reparieren, volltanken und die... Was so Ton? Ton für mich und für euch. Karriere deaktiviert. So, voll waschen, tanken und reparieren. Und dann die... Ja, unser Mähfahrer ist unterwegs. Was? Voll? Und wieder voll? Hat er nicht abgeladen? Und jetzt beobachten. So. Dann will ich noch die Tiere füttern. Mit diesem Traktor. Kein Gewicht. Waschen. Waschen, deswegen, die sehen ja böse aus, ne? Ja, Bahnen habe ich alle gesammelt, denke ich mal. Und auf Feld Nummer 24 und 25 liegt ja noch Gras, das soll trocknen. Das werde ich mal sehen, dass ich morgen schwatten kann und dann entsprechend dann ja, entweder Ballen pressen oder halt lose reinfahren ins Lager, ne? Muss ich mal sehen, für jedes Feld eins. Ja, das hat neue Geräte, ne? Ballenpresse. Da unten das Teil und da unten sind, da oben sind die Messer zum Zerschneiden des Grases oder Stroh oder Heu. Und dieses Messer, den Messerbalken kann man, ich glaube, hier rausziehen und Messer tauschen oder den Messer schärfen. Die Sammelwagen haben sogar. Genau, was an der Hand. Bei den Sammelwagen kann man die sogar automatisch schärfen lassen. Am Fahrzeug. Gut, da kann man nicht weiter pressen, aber das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Ist alles scharf. Man sollte die ungefähr nach 8 Betriebsstunden schärfen. Denn wenn die Marke stumpf sind, dann braucht der Traktor mehr Kraft, um das Gras durch die Messer zu pressen. Aber denk mal, wenn jeder Bauer das kauft, auch wissen. So. Haben wir es. Den werden wir mal gleich Richtung Feld Nummer 24 schicken. Ich denke mal, Zetteln brauchen wir das nicht. Wird nicht notwendig sein. So, und zwar. Wenn wir mal rausfahren müssen, ne? Sonst wird das nichts. So. Der soll nur hinfahren, ne? Das kann er alleine, dann muss ich nicht bei sein. Hoffe, der kann das. Und wir werden uns um einen. Der Anhänger ist bei den Schweinen. Mit Kartoffeln, da fahren wir jetzt mal hin. Behaltet immer nicht. Eine Weile ist er vergessen, weil Futter machen wir nicht jeden Tag, sondern meistens den zweiten. Es sei denn, wir haben zu viel Zeit. Und hier wächst Unkraut. Ah, das lassen wir noch liegen, und beim nächsten Mal, wenn wir jetzt nachher die Aussaat vornehmen werden, zwar am 5. Tag im Sommer oder 6. Je nachdem, wie es passt. Oder 1. 2. Herbsttag. Für Raps, also nur Raps. Dann müsste ich noch unsere, ja,
Mist voll machen wieder. Ah, ich fütter erstmal die Tiere. Ach so. Genau. Weil da passt nämlich auch ein Kuschel rein. Das war alles. Anhänger passt und dann fahren wir das Schweinefutter ins Lager, so lange. Und dann haben wir ein bisschen Mischfutter fahren. Ich will direkt gemacht, die Burgen. Naja, viele sind nicht. Ja, ist so warm, die mögen auch nicht so viel fressen, so warm ist nicht. So geht's mir jedenfalls. Ich esse halt, ne? Aber wenn es extrem heiß ist, dann ist der Appetit auch nicht so groß. Ist glaube ich normal, dann brauchen wir halt weniger, ne? Ja. Heute schon Dienstag, ne? Ja, jetzt rückt langsam die Zeit näher. Adventszeit, ne? Der erste Advent haben wir gut überlebt. Hoffe ich jedenfalls. Ihr auch. Und ja, den zweiten Advent schaffen wir auch noch. Mit mir stimmt was nicht, oder? Was meint ihr? Da lebt nicht ab, der Bursche. Muss man darauf achten. Was die Milch da oben anzeigt, ob das jetzt so bleibt oder ob wir da gut erst angekommen, das passt. Aber Schwatten ist ja morgen früh angesagt, ne? Auf 36 Uhr gedüngt. Denn wenn das wächst, muss es ja wieder. Ja, ob das Gras auffällt, nur. Ja gut, dann ist es Pech, ne? Dann ist halt nur weniger düngt. So, hier brauchen Mischfutter. Wir haben noch was im Lager. So, Leistung. Nichts rot. Das ist gut. Rot hieße, wir hätten so viel eingestellt. Das wäre schlecht. So, gleich mal die ersten Kühe versorgen. Dann unsere Rüben, die werden sowieso gut gefahren. Milch. Also das klappt jetzt mit Fabrik beliefern mit Rüben und mit Wasser. Das klappt. Dann kann die in aller Ruhe arbeiten. Da kann man bei Gelegenheit Zucker verkaufen. Dieser Milch fährt 5 km/h? 3. Ah, er lädt aus. Gut. So, gut. Ich dachte schon, das klappt nicht. Wäre schlecht. Ja, das Zitronenteil von Lilly, das ist so ein, soll ich sagen, da kann man die Milch automatisch an den Bestgebieten verkaufen. Und ob das auch globalen Markt geht, das weiß ich nicht. Ich war das voll. So, Heu, dann könnten wir Heu direkt hierher liefern, ne? Das könnte man machen. Kann er ein bisschen arbeiten. Man kann zumindest die Produktion für Zucker und für Milchprodukte, die kann man schon mal anlaufen, beziehungsweise weiterlaufen. Ne? Brauerei muss immer Wasser liefern.
Ich bin der Gruppemeister. Wahnsinn. Errungenschaft auch noch ein Jahr. Naja, wann Gruppe ist schon mal groß, ne? Normalerweise Gruppe sind ja nicht. Die Gruppe ja immer, wenn wir aussatt machen. Direkt satt, also ja. Gruppe vorher. Aber ich wollte mal was probieren wegen Düngen. Ob es mir gelingt, gleich Stufe 2 oder 3 hinzukommen. Normalerweise haben wir jetzt nachher, haben wir vorher gedüngt, auf Feld Nummer 53, wo aktuell Robert. Und da gucke ich jetzt. Und wenn wir na gut da sind, dann werden wir keine Raps aussehen. Aber woanders schon. Also hier auf der 15, auf der 1. Ja. Auf der 1 nicht, auf 1 auch, jedoch. 14, da ist Hackschütze. Ja. Zum beiden Zeug. Pappeln. Und da, wo jetzt Weizen drin war, da würde ich ja nachher Raps aussehen. Hier am Hof. Kleine Felder halt, aber. Mal sehen, dass man Geld reicht für größere. Muss ich mal schauen. Wie gesagt, ich brauche Paletten für die ganze Produktion. Das heißt, sie müssen entweder Holz kaufen oder Bäume fällen. Das müssen wir aus dem Wald kaufen. Kleinen Wald. Kleinen Wälder und dann die Felder vergrößern, also wird da vorgestellt. Eine Möglichkeit. Nach Möglichkeit. So, nächstes Jahr müssten wir Tabak anbauen. Ich sehe gerade Flammschiff wurde. Das wird knapp. Das wird nicht reichen, dann müssen wir zukaufen müssen. So. Ich muss noch Mehl verkaufen, mal sehen, dass wir morgen. Ich muss ein Paletten jetzt machen, also ich brauche Holz. Das andere bringt nichts. Gut, der Stall war ja schon voll. Hallo, aufwachen. Ja, hier stand mal der Schweinestall. Den habe ich hier weggenommen. Weil einer war zu wenig. Ich habe jetzt ein bisschen getrennt. Schweinestall und also die Masttiere und die Ställe, die Schweine zum Verkaufen. So. Der ist voll. Wir müssen noch Stroh fahren. Dazu fahren wir den Rest wieder rein ins Lager und holen Stroh. Wir werden beobachtet. Ein Heißluftballon. Oder Helium? Keine Ahnung. Meistens die Heißluft, ne? Propangas und dann starken Brenner und dann geht schon. Man sollte auch nicht auf der offenen See austreiben, das ist schlecht. Das kann man schlecht landen, zwar weich, aber nass. So, Stroh. Stroh müsste hier im Lager auch drin sein. Aber wir werden vorne rausnehmen. Ja, Stroh könnte man wieder beliefern, ne? Und da brauche ich auch Paletten. Paletten weg, mein Gott, hier Pelle zurück, meine ich. Ja, hier ist rot. Hier ist zu voll. 1,8 Millionen. Ja, Ballen. Da gehen die Ballen dahin, ne?
sich halt besser, ne? Mit losem Strom Stahl bringen, das ist leichter. Als umständlicherweise mit diesem Stroh-Dings da. Früher gab es die kleinen handlichen Ballen, ne? Die gibt es heute auch noch, aber die sind noch nicht ganz großen. Ist halt mit dem Radlader besser einzulagern, ne? Oh, aber zusammen, ne? Aber wir schaffen es, glaube ich, in einer Folge. Ziehen wir durch. Wir müssen runtergehen. Da uns war das nichts. Kommen wir nicht raus. Das ist stabil, das ganze Gebäude. Ja, Kalbsfeuer weg haben wir auch nicht geschafft. Das ist Wahnsinn. Kippen wollen wir nichts. Ah, hat er nachher nachproduziert. Also. Muss er verarbeiten. Da ist sie wieder mehr geworden. Das ist der Wahnsinn, was der reingeht. Das muss ich auch noch machen. Ich muss heute noch auf jeden Fall noch Mist fahren. Sonst. Nicht schon Stroh. Ob die Produktion zum Erliegen ist, das schlecht. Die Dünger. Ja, 10%. Das war es gerade richtig viel. Schon gedanklich am anderen Ende gewesen. Ich war auch schon alles weg. Die sind die großen Kühe. Brauchen ein bisschen mehr. Ja, die Milch, das geht ganz gut. Da kann man gutes Geld verdienen. Da wollen wir die Milch einkaufen, ne? Für viel Geld eigentlich. Mal dazu sagen. Globaler Markt heißt aber auch teuer, ne? Ist nicht billig. Deswegen muss ich hier mal irgendwann wieder Dinger verkaufen, Dünger und für Dünger und Saatgut. Aktuell brauche ich zwar in Thüringen nichts an Saatgut und Dünger, aber das kommt auch in der Zeit, wo wir brauchen werden. Genau, weiß ich nicht genau, aber kommt garantiert. Wir haben noch ein Strohlager auf dem anderen Ende, ne? Auch noch. Ja, Stroh haben wir eigentlich. Dann können wir die Produktion schön laufen lassen, den ganzen Winter. Ja, es kommt ja nun ein DLC raus. Am 8. Dezember, das ist kostenlos und für alle, ja, Xbox, PS4, PC, gibt noch was, 8%, gut, dann fahren wir rüber zu den Schweinen und das, ja, am 8. Dezember, Bodenproben, ne? Also Bodenwerte, also Düngerwerte und so, was gedüngt werden muss, gut.
Das ist ein Anfang, ne? Ja, liebe Schauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Kurz Schweine geben an Stroh und dann geht's, ja, finden wir andere Arbeit. Tschüss und schönen Dank fürs Reinschauen.